Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Das letzte Viertelfinale, Belgien gegen Ecuador. Nur einer kann heute gewinnen. Ich werde so wie in jedem Viertelfinale drei Booster öffnen. Mal schauen, welche Karten gibt es denn hier nochmal? Wir gucken noch einmal darauf, welche Kartenverteilungen es gibt. Basekarten zählen ein Tor, alle Sonderkarten zählen zwei Tore, außer Topmaster, die zählen drei Tore. Es gibt allerdings nur 5, einen haben wir schon gezogen, also die Chance ist, ja, geht gegen 0, sagen wir es so. Dass jetzt noch ein Topmaster kommt, aber ein Topmaster würde das Spiel ja im Prinzip entscheiden. Naja. Ein Niederländer, ha. Ein Utility Player, ein Japaner, ein Italiener und Ecuador geht in Führung. Sensationelles Tor vom Torwart. Alexander Dominguez macht einen Abstoß und er geht direkt rein. So etwa könnte man es sich vorstellen. Daniel Alves und Sturridge. Die Engländer konnten sich ja leider nicht gegen Spanien durchsetzen. Naja, es stehen bis jetzt drei Top-Mannschaften schon mal im Halbfinale, aber es kann sich alles noch ändern. Eine Double Trouble-Karte. Wie geil. Die sind in jeder 100. Packung. Wow. Aber Argentinier und... Sind doch Argentinier hier, oder? Ist doch Argentinier hier. Oh, Messi. Zusammen mit Agüero. Ja. Double Trouble Karte. Geil. Ha. Ich leg die mal zur Seite. Ha. Die sind in jeder 100. Packung. Wie viele gibt es insgesamt von den Double Trouble Karten? 5 Double Trouble Karten. Ja, was soll ich sagen? Italiener, ein Nigerianer, ein Grieche, ein Deutscher und ein Bosnier. Ja, ein Grieche war das, ja. Bevor ich mich hier vertue. Letztes Booster. Also Belgien haben sensationell gespielt. In der Rematch-WM bis jetzt, naja, sie sind weitergekommen aus der Gruppenphase. Das zählt ja schon mal einiges. Kolumbien, ah. Und Kamerun. Okay. Eine Russe. Ein Franzose. Ein Kolumbianer. Und ein Brasilianer. Damit ist auch das letzte Viertelfinale entschieden. Ecuador ist weiter. Spanien, Argentinien, Brasilien und Ecuador stehen im Halbfinale. Der Rematch-WM. Ja, ich würde mir sagen, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat bisher. Die beiden Halbfinale werden dann demnächst auch kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.